Kein Fußball, kein Tennis, kein Turnen. Besonders Kinder und Jugendliche vermissen ihren Sport in den Vereinen. Könnte es da bald Lockerungen geben? Der politische Druck auf eine Öffnung des Breitensports steigt. Hotelturm mitten im historischen Ensemble geplant und Teenagerin wird überraschend zur Medaillenhoffnung. Salzburg heute mit Barbara Weisel. Guten Abend, meine Damen und Herren. Über die Idee, mit einem persönlichen Brief alle über 80-Jährigen über die Corona-Impfung zu informieren, waren sich heute im Salzburger Landtag Regierung und Opposition uneins. Beim Wunsch, dass Kinder und Jugendliche wieder Sport in Vereinen machen dürfen, wenn sie getestet sind, herrschte hingegen Einigkeit. Allerdings ist nicht das Land, sondern der Bund dafür zuständig. Dass Kinder und Jugendliche besonders unter den Covid-Maßnahmen leiden, ist bekannt. Um sie auch aus einer physischen Isolation herausholen zu können, will das Land Salzburg, dass Sporttrainings in Vereinen wieder zugänglich sind. Freitesten, das heißt, ich gehe hin und kann sagen, ich habe heute nichts, ich kann heute Sport betreiben, ich bin keine Gefahr für die anderen, wie in der Schule. Was wir auch darüber hinaus andenken, ist, wie können wir die bereits ohnehin stattfindenden Anterionasaltests in den Volksschulen zum Beispiel in dieses System integrieren, weil ich als Kind ohnehin am Vormittag getestet werde, warum soll ich am Nachmittag nicht im Verein Fußball spielen können? Den Vorschlag, die sogenannten Nasenbohrertests der Schulen anzuerkennen, unterstützen alle Salzburger Landtagsparteien. Ja, wir werden uns bei dieser Thematik sicher treffen, weil ich glaube, es eint uns alle, dass wir wollen, dass die Kinder wieder draußen nach draußen kommen, dass die Kinder wieder Sport betreiben können. Und wenn wir jetzt schon die Testungen in der Schule haben, wo ja auch niemand mehr auskommt, dann glaube ich, sollte das auch Gültigkeit darüber hinaus haben. Ich glaube, wir müssen allem zustimmen, was irgendwie dazu führen kann, dass Jugendliche und Kinder wieder in ihre Sportvereine zurückkehren können. Und auch die NEOS sind beim Thema Öffnung der Sportvereine für negativ getestete Kinder und Jugendliche mit von der Partie. Ich kann das nur von meinem Sohn bestätigen, der selber in einer U17-Mannschaft spielt. Dem geht der Sport unendlich ab. Aus meiner Sicht ist das sehr begrüßenswert, dass wenn Jugendliche sich entsprechend testen lassen, wenn Jugendliche nicht in Kabinen sich umkleiden, so wie das im Jugendsport ist. Es gibt eine Liste, sie trainieren ausschließlich im Freien. Jeder hat die eigene Trinkflasche mit. So ist das absolut aus unserer Sicht zu begrüßen. Zuständig für diese Öffnung des organisierten Jugendsports ist allerdings der Bund. Für Salzburgs Politik wäre dieser Schritt im Übrigen auch der erste Schritt zur Öffnung des gesamten organisierten Breitensports. Der zuständige Minister Werner Kogler hat sich heute zu einer möglichen Öffnung im Sportbereich nicht geäußert, vermutlich auch angesichts der wieder steigenden Infektionszahlen. Ein 35 Meter hoher Hotelturm soll künftig die Gebäude rund um den Straubinger Platz in Bad Gastein ergänzen. Das ist seit heute Mittag klar. Da wurden die Umbaupläne für die historischen Gebäude vorgestellt. Ein Münchner Hotelinvestor saniert um einen zweistelligen Millionenbetrag das historische Ensemble aus Hotel Straubinger, Badeschloss und Alter Post. Der Kran vor dem mehr als 200 Jahre alten Badeschloss steht schon seit einigen Wochen. Die Arbeiten für den kompletten Umbau der denkmalgeschützten Gebäude am Straubinger Platz in Bad Gastein haben bereits begonnen. Und das Badeschloss bekommt einen Zubau, einen 13-geschossigen, 35 Meter hohen Hotelturm. Aus Kapazitätsgründen, das haben die Betreiber heute in einer Online-Pressekonferenz betont. Es ist von Anfang an natürlich auch klar gewesen, dass man ein Haus mit 60 Zimmern nicht wird erfolgreich betreiben können. Und den Flächen, über die wir reden, also auch wenn man über Gestehungskosten und Revitalisierungskosten redet, muss es ja am Ende des Tages ein wirtschaftlich zu betreibender Betrieb sein, was eben als Konsequenz gebracht hat oder Notwendigkeit gebracht hat, die Bettenkapazität an dem Standort zu erhöhen. Ein Bild der Planung für den Zubau kursiert schon seit einigen Wochen im Internet und hat auch schon für Aufregung gesorgt. Der Denkmalschutz hat mit dem Neubau aber kein Problem. Die Denkmalpflege ist zuständig für die Erhaltung der Bestandsbauten und für die Teile, die die Bestandsbauten berühren, die neuen Teile. Die Gestaltung des Hochhauses oder des Bettenturms, nennen wir es lieber so, wurde von uns begleitend mitberaten. Ist aber letztlich eine Entscheidung der Eigentümer, der Architekten und der Baubehörde. In den Behördenverfahren hat es keinerlei Einwände von Anrainern gegeben. Das heißt, das Projekt ist
von breitem Konsens getragen. Insgesamt 88 Vier-Sterne-Superior-Zimmer sollen in dem Neubau untergebracht werden. Im Endeffekt soll das Badeschloss so 100 Zimmer haben. Das Hotel Straubinger gegenüber soll als Fünf-Sterne-Betrieb mit 50 Zimmern geführt werden. In den Altbauten sei jetzt einiges zu tun. Im Inneren zeigt sich dann, dass jahrelang oder jahrzehntelang Wasser vom Dach das Gebäude in wesentlichen Teilen der Substanz stark angegriffen hat. Manche Teile sind unzugänglich, einsturzgefährdet und leider gibt es auch beim Badeschloss solche Teile. Am Ende des Tages ist es in Summe eine mittlere zweistellige Million Zahl, die wir im Detail nicht bekannt geben wollen, aber das ist die Größenordnung, in der wir uns bewegen. Bis spätestens Ende 2023 sollen Sanierung und Neubau abgeschlossen sein. Dann sollen die Hotels rund um den Straubinger Platz neu eröffnet werden. Seit einem Jahr hält das Coronavirus unser Land in Atem, mit gesundheitlichen und wirtschaftlichen Verwerfungen. So mancher warnt schon vor dem wirtschaftlichen Tod ganzer Talschaften. Dieses Thema greift eine ORF-Doku heute Abend auf. Einer der Schauplätze ist Obertauern. Das sonst schon mal recht laute Salzburger Ski- und Abriss-Skiparadies Obertauern erscheint heuer als Platz der Stille. Die 10.000 Gästebetten des Orts mit nur wenigen Einwohnern blieben fast leer. 1 Million Nächtigungen waren es noch vor der Krise. Was das für viele Regionen bedeutet, beschreibt der Juniorchef des Hotels Römerhof in Obertauern, Peter Mayer. Gerade wir, die westlichen Bundesländer hier in Salzburg, Tirol, Vorarlberg, wir leben fast ausschließlich vom Tourismus. Vor allem über die indirekte Wertschöpfung, über die sehr wenig gesprochen wird. Es wird immer errechnet, wie viel wir direkt im Tourismus machen, aber wie viele abhängig sind von uns. Das wird oft unter den Tisch gekehrt. Neben tausenden Mitarbeitern sind Handwerksbetriebe, Baufirmen, regionale Zulieferer betroffen. Wir haben viele auch aus der Gegend, mit denen wir jetzt schon immer oder ewig zusammenarbeiten, wo die Eltern schon oft gearbeitet haben. Wir spüren das auch, die haben viele Aufträge normalerweise. Als Beispiel nennt Meyer etwa den Fliesenleger der Region. Der hat mir immer gesagt, naja, bei ihm sind es 50-60%, weil es eher vom Tourismus, von den Umbauarbeiten im Tourismus die Aufträge bezieht. Das Hauptsächliche bei uns, also über 50%, ist eben der Tourismus. Der Küchenchef des Hotels sieht vor allem auch die vielen Lieferanten betroffen. Den Bäcker im Ort, der kein Geschäft mehr macht, den Fleischhauer, den Fischlieferant aus der Region, den Käsebauer, den Honiglieferant. Ist der Teufelskreis. Die Beherbergungsbetriebe sind vor allem auch Frequenzbringer für den örtlichen Handel oder regionale Dienstleister. Viele Mitarbeiter fürchtet man für immer zu verlieren. Die Doku »Ich kann nicht mehr leben zwischen Corona und Konkurs« ist heute Abend zu sehen um 21.05 Uhr in ORF 1. Und heute Abend werden auch die nordischen Skiweltmeisterschaften in Oberstdorf eröffnet. Wie sich Österreichs Medaillenhoffnung Marita Kramer darauf vorbereitet hat, sehen Sie gleich bei uns nach den aktuellen Meldungen des Tages. 4 Staatsverweigerer sind heute am Landesgericht verurteilt worden zu teilbedingten Strafen zwischen 1,5 und 2 Jahren Haft. Sie wollten, wie berichtet, für einen selbsternannten Gerichtshof Politiker und Beamte entführen und verurteilen. Unklar ist geblieben, wie weit ihre Planungen gekommen sind. Alle 4 haben Geständnisse abgelegt, dabei aber auch beteuert, nie staatsfeindliche Absichten gehabt zu haben. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft will nämlich noch überlegen, ob sie Berufung für strengere Strafen anmeldet. Der Gasteiner Heilstollen ist aktuell Corona-bedingt geschlossen. Im Landtagsausschuss wurde heute mit den Stimmen aller Parteien die Landesregierung beauftragt, sich gemeinsam mit der Pensionsversicherungsanstalt und der Gesundheitskasse für den Fortbestand des Heilstollens einzusetzen. Von den Sozialversicherungsträgern gibt es dazu bereits positive Signale. Geplant ist derzeit, dass der Gasteiner Heilstollen nach langer Pause am 6. April wieder in Betrieb geht. Wenn das Publikum nicht zu den Veranstaltungen gehen kann, dann kommen die Veranstaltungen eben zum Publikum. Seit fast einem Jahr bemüht sich die Kunst- und Kulturszene, weiter sichtbar zu sein, mittels Streaming oder mit speziellen Online-Auftritten. Und es zeigt sich, dass Kunst und Kultur Salzburg über die Landesgrenzen hinaus interessiert und ein internationales Publikum anzieht. Das dachten sich zahlreiche Kunst- und Kulturveranstalter seit Beginn der Krise. Nach Wohnzimmerkonzerten und teilweise sehr privaten Einsichten bei Künstlern zu Hause sind immer vermehrt auch professionelle Streams und Aufnahmen ins Netz gewandert. Es tut das
Das Rockhaus begann bereits im ersten Lockdown Konzerte zu streamen. Wir haben ein Fassungsvermögen von 350 Personen im Normalfall. Und bei den Streams waren es so bis zu 900, fast 1000 Zuseher und Zuhörer. Insgesamt waren bis jetzt bei den neuen Rockhaus Club Sessions 215.000 Views. Das sind also durchaus Zahlen, die sich sehen lassen können. Und einzelne Musiker sogar erfolgreich zu weiteren Streaming-Festivals vermittelt haben. Für die ganz Kleinen gibt es wöchentlich den Kasperl im Netz zu sehen. Und auch hier nutzen bis zu 2500 User diese Möglichkeit. Seid ihr alle da? Es ist dann schon auch ein großes Erfolgserlebnis zu sehen, ach, da ist jemand in Moskau und der schaut zu. Trotzdem, es ist kein Ersatz fürs Live. Es ist ein Aufzeigen, hallo, uns gibt's, wir hätten das gemacht, wir bieten das an. Und es ist verdammt lang jetzt schon. Das Publikum vor Ort fehlt auch im Landestheater Salzburg. Nun gibt es seit Ende Jänner auch aktuelle Produktionen im Netz zu sehen. Das Schöne ist, dass es in zweierlei Hinsicht wirklich erfolgreich ist. Das eine ist, dass wir schon in den ersten Tagen vierstellige Zugriffsraten haben. Und das Schöne ist aber auch, dass es ganz viele Menschen sind, die uns zum Beispiel aus Regionen zugeschaltet worden sind, die normalerweise nicht ins Theater kommen könnten. Da hat ein Professor aus Mexiko uns geschrieben, da hat uns ein Ehepaar aus Kanada geschrieben. Und plötzlich hat das Salzburger Landestheater in der Hinsicht eine Reichweite, die es sonst nicht hat. Mögliche Sprachbarrieren wie im Sprechtheater gibt es am Kunstmarkt nicht. Zudem sind Galerien ja wieder geöffnet, dennoch ist der Online-Auftritt ein wichtiges Standbein. Wir sind an sich mit der Aktivität, die wir in Österreich haben, sehr zufrieden. Das sind ungefähr etwas weniger als 5% unserer Gesamtaktivität und unseres Gesamtpublikums. Aber es ist ein sehr aktives Publikum. Streaming und Online-Präsenz ist eine Investition für Kunst- und Kulturschaffende. Damit wo's weitergeht. Zum Sport jetzt. Auf ein kleines Fußballwunder hofft Meister Red Bull Salzburg morgen Abend in der Europa League. Das Team von Trainer Jesse Marsch will zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte den Einzug ins Achtelfinale schaffen, muss dazu aber gegen den spanischen Spitzenklub Villarreal ein 0:2 vom Heimspiel vergangene Woche aufholen. Keine leichte Aufgabe. Schwierig, aber nicht unlösbar, so schätzen die Salzburger bei der Abreise nach Villarreal die Ausgangslage für das Rückspiel ein. Dabei handelt es sich aber nicht nur um Zweckoptimismus. Ich glaube wirklich auf unsere Chancen. Und das glaube ich, dass die ganze Mannschaft, ein Trainerteam und alles, das müssen wir. Wir haben, das ist die einzige, warum sollen wir fliegen nach Villarreal, wenn wir keine Vertrauen haben. Und natürlich haben wir Vertrauen, dass wir können ein gutes Resultat haben. Dazu muss Salzburg wohl an die guten Leistungen vom Champions League Herbst anschließen und zumindest zwei oder mehr Tore erzielen. Ein blinder Sturmlauf wird aber nicht zum Erfolg führen. Es ist nicht nötig, in den ersten Minuten das Spiel zu gewinnen. Es ist mehr ein guter Start zu haben und wirklich drin in dieses Spiel zu sein. So mit Selbstvertrauen, mit Aggressivität, mit unserer Power. Power, die Villarreal 90 Minuten lang zu spüren bekommen soll. Die Spanier ihrerseits wollen den 2:0 Vorsprung aber nicht nur verwalten. Jugar. Wir spielen, um zu gewinnen, und das immer. Wir spekulieren da nicht herum, wir denken nicht lang nach, wir spielen einfach die 90 Minuten und danach ist die Sache erledigt. Spielen, um zu gewinnen, das gilt auch für Salzburg. Nach dem zweiten Duell morgen kann aber nur eine Mannschaft über den Aufstieg ins Achtelfinale jubeln. Skispringerin Marita Kramer war bis vor einem Jahr nur eingefleischten Fans ein Begriff. Nach Siegen im Weltcup ist die 19-Jährige aus Maria-Alm bei der Weltmeisterschaft in Oberstdorf aber plötzlich Österreichs größte Hoffnung auf eine Medaille. Die erste Chance ergibt sich morgen beim Springen auf der Normalschanze. Vor 4 Jahren das Debüt im Weltcup, im Vorjahr die Entdeckung der Saison. In diesem Winter springt Marita Kramer allen um die Ohren. Kraft holt sich die 19-jährige gebürtige Holländerin zu Hause in Maria-Alm. Dort verbringt sie vor allem im Sommer viel Zeit mit ihrer Familie. Also ich schätze meine Familie sehr, weil wir haben einfach einen mega guten Zusammenhalt. Und ich glaube, dass wir einfach als Familie so stark sind, dass es uns allen so viel Energie gibt.
Energie und Stärke, die den Ursprung im Zusammenhalt haben. Vor allem als Marita vor gut 2 Jahren überlegt, nach Holland zurückzugehen und die Wintersportschuhe an den berühmten Nagel zu hängen. Wir haben damals auch gesagt, es ist egal, was du machst. Oder du hörst auf oder du machst weiter. Aber wenn du weitermachst, sollst du 100% machen oder nicht. Und dann hat sie gesagt, gut, ich versuche noch einmal, schau mal, ob es funktioniert. Und wenn es dann so auspackt, das ist natürlich ein Traum. Rufname Sarah. Marita steht in der Geburtsurkunde und daher auch in den Ergebnislisten offiziell. Schon in der Vorsaison verblüfft sie mit ihren Leistungen, feiert in Sapporo in Japan ihren ersten Weltcupsieg. Bei der nordischen WM ist sie nach ihren Erfolgen in diesem Winter mit ihrer Zielstrebigkeit, ihrem Fokus eine Top-Medaillenkandidatin. Auf den großen Schanzen wie dem Riesenbacken von Titis in Neustadt fühlt sich die 19-Jährige wohler, feiert aber auch Erfolge auf den kleineren und gewinnt auf der Ramsauer Normalschanze sogar mit neuer Rekordweite. Für ihr erstes nordisches Großereignis im A-Nationalteam hat sie aus den Erfahrungen zuletzt gelernt. Das werde ich sicher mitnehmen, dass auch wenn ich nervös werde oder dass ich einen Druck spüre, dass ich einfach meine Sachen abarbeite, das, was ich mit dem Trainer bespreche. Und ich glaube, dann sollte es einfach schon hinhauen. Marita Kramer hat ihre Hausaufgaben gemacht. Nach den Erfolgen in diesem Winter soll es nun auch bei der WM in Oberstdorf für sie steil bergauf gehen. Nicht nur in Maria Alm werden da wohl die Daumen gehalten. Zum Abschluss noch eine tierische Erfolgsgeschichte. So früh wie noch nie muss sich die Pfotenhilfe in der Grenzregion zu Oberösterreich heuer um junge Feldhasen kümmern. Einer wurde gerade noch von einem Baggerfahrer unter seinem Fahrzeug entdeckt. Ein zweiter wurde zunächst von einer Katze malträtiert. Jetzt werden die Feldhasenbabys vom Verein Pfotenhilfe mit der Flasche aufgezogen. Alles noch einmal gut gegangen für die beiden. Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Tagesausklang und einen gemütlichen Abend.